Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Doppelfolge vom realen Irrsinn. Ja, ab heute werden wir das so machen. Ihr seht immer zwei Folgen am Stück. Das spart mir ein bisschen Zusammenschneidearbeit. Wir machen Folge, Zwischenspiel, Folge hintereinander weg. Die beiden Folgen haben nicht immer miteinander was zu tun. Die erste Folge ist immer die aktuellere Folge von beiden. Das ist nämlich meistens die von der letzten Woche, weil die Kollegen von Extra 3 und vom realen Irrsinn immer am Sonntag, kurz bevor ich auf den Stream gehe, die neue Folge hochladen und ich dann eine ganze Woche warten muss, bis ihr die sehen könnt. Weil man macht das nicht, den Leuten dann schon mal die Views zu klauen. Das mache ich auch nicht. Das werde ich auch nicht anfangen. Also seht ihr jetzt die Folge von der letzten Woche und danach eine Folge, die ist schon etwas älter. Beide haben, wie gesagt, nichts miteinander zu tun. Aber wir starten mal rein in diese WoW-Protestfahnenverbot in Essen heißt das Ganze. Und wir schauen uns mal an. Die WM läuft ja noch, also ist es gar nicht mal so unaktuell. Essen-Altendorf, ein Flaggenmeer. Zu großen Fußballturnieren hat Achim Klimek sonst immer seine ganze Straße geschmückt. Denn er ist fußballverrückt. Doch in diesem Jahr findet Klimek den Fußball verrückt. Wegen der WM im Winter in Katar. Ja, da gebe ich ihm voll und ganz recht. Das ist verrückt. Als die Verantwortlichen die WM vergeben haben, man könnte jetzt ja sagen, ja, da hätten sie mal nachdenken sollen, dass man nach Katar keine WM vergibt. Ja, das hätte man tun sollen. Allerdings, man hat da an was anderes gedacht, als man die vergeben hat, als daran, dass in Katar im Sommer eine tierische Hitze herrscht. Man hat daran gedacht, an die Geldscheine in der Hosentasche oder auf dem Schweizer Bankkonto oder so, oder die anderen Sachen, die man von den Katari geschenkt bekommen hat, damit man die WM dahin schickt und damit die vielleicht ein bisschen besser dastehen. Dass das am Ende nicht funktioniert hat, ist zwar nicht ganz so schön, also ich meine mit dem besser dastehen, weil sie stehen nicht besser da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dieser gesamten WM nicht ein einziges Spiel geguckt, nicht eins. Ich habe mir die Ergebnisse angeguckt, ja, aber nicht die WM angeguckt, weil sowas unterstütze ich nicht, definitiv nicht. Die WM macht mir überhaupt keinen Spaß. Absolut nicht. Ich bin auch so wütend über die FIFA und alles. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch dafür, dass die UEFA, die amerikanische Fußballliga, die asiatische Fußballliga und wer weiß, wie sie alle heißen, aus der FIFA austreten und dann soll die FIFA in 4 Jahren ihre WM alleine feiern und alleine machen, weil dieser Korruptionsfuhl, den sie da aufgebaut haben, den sollen sie bitte schön alleine machen und nicht von den Leuten, die dafür Fernsehgebühren bezahlen, von denen dann irgendwelche TV-Rechte gekauft werden. Ich bin ganz froh, dass hoffentlich genügend nicht geschaut haben. Die TV-Quoten für die Spiele sind ja ziemlich nach unten gegangen. Und so sollte das auch sein. Deswegen hat der Mieter vor der WM diesmal nur sein Haus dekoriert. Etwas anders als sonst. Winterfußballturnier in Katar. Na und? Scheiß drauf. Protest, Streik, Boykott. Geld regiert die Welt. Der Pate von der FIFA muss es wissen. Ich habe eine Stimme. Ja, alle haben wir eine Stimme, die sollten wir auch immer mit sehr viel Bedacht einsetzen. Wir sollten sie aber einsetzen und ich gebe ihm voll und ganz recht. Die Toten, die mit dieser WM im Zusammenhang stehen, sind traurig. Und ich muss sagen, jeder, und das meine ich wirklich so, wie ich es jetzt sage, jeder, der zur WM gefahren ist, jeder Spieler, der bei der WM mitgemacht hat, jeder Fußballverband, der Mannschaften dorthin geschickt hat und jeder, der ein Spiel im Fernsehen geguckt hat, ist mitschuldig an den Toten in Katar. Und das meine ich so und hundertprozentig ernst. Ich kann mich äußern, ich lebe in der Demokratie, habe ich gedacht, ach, mach's halt raus, beflaxt ein bisschen und bringst das zum Ausdruck, was ich denke. Tja. Aber jetzt kommt wieder die Politik ins Spiel und sagt, nee, ist nicht, das ist Beleidigung, das darf nicht, du darfst das nicht, das muss weg. Ah,
denkst du? Vermieterin ist die städtische Gesellschaft Allbau. Die teilt uns ihre Meinung zu Klimex-Dekoration schriftlich mit. Die Geschäftsführung der Allbau GmbH hatte entschieden, dass wir grundsätzlich an unseren Gebäuden keine öffentlichen Bekundungen zu politischen Inhalten zulassen. Wie wir als Allbau zu einzelnen Inhalten stehen, ist dabei nicht maßgeblich. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn mir jemand hier zuguckt oder das im Nachhinein auf YouTube sieht und in Essen wohnt oder in der Umgebung von Essen und mal schnell nach Essen fahren kann bei der nächsten Wahl, seid doch mal bitte so gut und guckt, ob ihr da irgendwo an irgendeinem dieser Gebäude von der Allbau ein Plakat von irgendeiner politischen Partei seht. Sei es noch so klein. Also so Wahlwerbung. Wenn das ist, bitte Foto machen und mir schicken. Weil dann hauen wir der Allbau einen um die Ohren. Maßgeblich ist nur, dass hier keine Kritik an Katar hängen darf. Also muss Klimek alles wieder abnehmen. Es ist ein Armutszeugnis. Es ist wirklich ein Armutszeugnis. So funktioniert Demokratie nicht. Wir lassen nur das zu, was uns passt. Das ist nicht. Demokratie ist demokratisch. Also jeder darf sagen, was er möchte. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, und damit tue auch ich selbst die Demokratie ein bisschen vielleicht einschränken. Es gibt Dinge, die müssen nicht gesagt werden. Für den Vermieter. Ne? Dass er alles abhängen muss und sie eben nicht dazu stehen, was Menschenrechte, Vielfalt, Meinungsfreiheit betrifft. Ja, wütend bin ich natürlich gewesen. Ich weiß, dass ich heute immer schön da klippe, wo es nicht passt und wo es nicht hingehört, aber ich muss sagen, also Meinungsfreiheit hin oder her. Ja, weil ich weiß, es gibt wieder irgendwelche, die jetzt sagen, ja, aber wenn ich das und das sage, das ist ja meine Meinung, das ist ja fällt ja unter die Meinungsfreiheit. Nein, nicht alles, was man sagt, fällt unter die Meinungsfreiheit. Sobald man mit seiner Meinung andere diskreditiert, anderen wehtut oder sie herabsetzt, hat das nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern ist das beleidigend. Ich habe viel Zeit wieder investiert. Auch ohne seinen Fassadenschmuck ätzt Klimek deshalb einfach weiter. Gegen die FIFA und ihren Boss Infantino. Es reicht ihm noch lange nicht. Zum Glück ist die Nachbarin Hausbesitzerin. Dann kam irgendwie auf einmal die Idee auf, es hat hängst bei uns. Haben uns mit unserem Nachbarn abgestimmt. Der sagte auch, ist alles überhaupt kein Problem. Wenn er nicht darf, wir dürfen, wir machen. Das finde ich mal geile Nachbarschaft. Daumen hoch, 100. Wenn ich 100 Daumen hätte, wären jetzt 100 Daumen zu sehen. Das ist so geil. Geil. Die gefällt mir. Da ging er nachher und sagte, hör mal, pass mal auf, du kannst ein paar mehr aufhängen. Da war ich natürlich überglücklich. Statt hier, wen die Banner nun? Hier. Richtig so. Bringt alle wieder an. Ja, man muss dazu stehen. Jetzt sagen wir auch Deutschland, ganz Deutschland soll dazu stehen. Es gibt gewisse Werte und die soll man einhalten. Ja, und was die Werte unserer deutschen Nationalmannschaft angeht, das haben wir ja gesehen. Wie schon einige andere gesagt haben, man kann für eine Sache nur einmal bestraft werden. Und eine gelbe Karte in einem Spiel ist nun mal nicht schlimm. Ich muss sagen, ich bin traurig darum, was unser Nationalmannschaftskapitän da abgezogen hat, sich so klein hat reden lassen und klein hat machen lassen, statt zu seiner Meinung zu stehen. Die Erkenntnis eines Fußballverrückten, die für den Weltfußball sicher total verrückt ist. Ja, das war eine schöne Folge. Ich wechsle jetzt mal gerade kurz zu Wenders. Ah nein, Moment, bevor wir wechseln. Also natürlich auch für diese Folge gibt es unten ein Like. Also ich muss sagen, ich fand diese Folge toll. Ich habe totalen Respekt vor dem Mann und vor allen Dingen noch mehr Respekt vor der Nachbarin. Die ist echt genial, dass sie das so einfach zulässt. Die Altbau hat bei mir ganz dicke Minuspunkte geerbt. Und wie gesagt, denkt dran, wenn ihr aus der Nähe von Essen kommt und bei der nächsten Wahl irgendwo an einem Altbaugebäude ein Werbeplakat von einer Partei seht, bitte ein Foto an mich. Die entsprechenden Möglichkeiten findet ihr da unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Link zum Originalvideo. Da könnt ihr dann ein Like und ein Abo dalassen. Das gleiche könnt ihr natürlich auch hier machen. Schon mal so für dieses Video jetzt, also für den ersten Videoteil.
Und ein Kommentar bei den Kollegen, die freuen sich da auch darüber. Wir machen jetzt aber gleich weiter mit dem nächsten Video, mit dem nächsten realen Irrsinn, denn das war wirklich toller realer Irrsinn, muss ich sagen. Das hat mir gefallen, auch wenn ich zwischendrin mal zu ein paar ernsten Worten greifen musste. Und ich meine die auch wirklich so, wie ich sie gesagt habe. Gut, wir wechseln rüber. Ich habe die nächste Folge schon. Ihr seht, schwarzer Bildschirm. Es geht in der zweiten Folge vom realen Irrsinn in dieser Folge des Reacts um das Ticketwirrwarr bei Bahnreisen in Europa. Und seid euch gewiss, ich fahre viel mit der Bahn und ich kenne diesen Irrsinn. Und anscheinend, wer jetzt wer denkt, ja, jetzt hat sie sich wieder die Bahn als Negativbeispiel rausgesucht. Ich liebe die Bahn. Also, jetzt könnte man wieder denken, sie hat sich wieder die Bahn rausgesucht. Sie mag die Bahn nicht. Doch, ich liebe die Bahn. Ich liebe die Bahn. Ganz ehrlich, ich fahre gerne Bahn. So, aber gucken wir uns mal an, was es mit dem Ticketwirrwarr auf sich hat. Philipp Waldecker aus Düsseldorf ist überzeugter Klimaschützer. Und deshalb fliegt er nicht mehr. Gar nicht. Er fährt mit der Bahn und plant nun auch seine Urlaubsreise nach Split mit der Bahn. Ist ja. Ich glaube, das könnte ein bisschen problematisch werden. Glaube ich nur, aber es soll ja gehen. Also, ja. Und nicht fliegen ist gut. Wobei, in meinem Lieblingsland, wo ich gerne hin würde, kann ich leider nur fliegen. Weil die Bahn fährt noch nicht über Wasser. Ist halt leider so. Ja, kein Problem. Mal kurz Düsseldorf-Split eingeben. Oh, es tut uns leid. Wir können die von Ihnen gewählte Verbindung online nicht verkaufen. Mist, warum kann ich denn jetzt kein Online-Ticket kaufen? Weil, wenn du an den Schalter gehst, dann kriegt die Bahn mehr. Nein, das denke ich mal nicht. Es gibt manche Verbindungen einfach bei der Bahn, die kann man nicht online buchen, weil es dazu zu viele Zwischendinge gibt, die Bahn nicht miteinander verknüpfen kann auf dem normalen Weg. Das heißt, man kann an den Schalter gehen und kann dann sagen, ich möchte gern von da nach da. Und dann sucht der Bahnbeamte einem die richtige Verbindung raus und tut die Teilstrecken, die dann entsprechend an andere Bahngesellschaften bezahlt werden müssen, entsprechend auch raussuchen. Und man kann die dann auch bezahlen, aber das Geld muss halt anders verbucht werden. Das ist halt leider so. Herr Waldecker ruft schnell die Hotline der Bahn an. Hallo und herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Sie haben Ihre Reise noch vor sich oder sind gerade unterwegs? Dann sagen Sie Kundenservice oder drücken Sie die 1. Vielen Dank. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt mehr als 30 Minuten. Okay, ja, ausgebuchter Service, eingespartes Servicepersonal, das kennt man leider zu Genüge und ja, da kann man nicht viel dazu sagen. Okay, Herr Waldecker beschließt, doch persönlich im DB-Reisezentrum zu buchen. Dort allerdings... Im Reisezentrum hat man mir gesagt, ich soll ein Interrail-Ticket kaufen und da sind irgendwie nicht alle Reservierungen drin und das kostet auch noch 240 Euro. Also erstmal, ja, das ist normal, also dieses Interrail-Ticket, das ist das ungefähr so, wie ich es gemeint habe. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, allerdings hat dann wohl der Bahnbeamte oder der Bahnmitarbeiter keine große Lust, sich da hinzusetzen und ewig zu suchen. Gibt es leider auch manchmal, ist aber nicht der Alltag, kann ich euch jetzt schon sagen. Zweitens, Schatz, den Bahnhof kannte ich irgendwoher. Waren wir da schon mal? Kann das sein, dass wir da schon mal irgendwie davor waren? Der kam mir so bekannt vor, ich meine nur, also der Bahnhof. Und ja, 240 Euro. Ja gut, wenn du fliegen würdest, würdest du, glaube ich, mehr bezahlen. Den Bahnhof, den sie gerade gesehen haben, habe ich nicht gesehen. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, wir waren da schon mal. Ich bin mir aber, wie gesagt, nicht ganz sicher. Zu teuer, findet er. Was kostet denn so ein Flug von Düsseldorf nach Split? Nur 90 Euro. Oh, okay. Er ruft gleich nochmal die DB-Hotline an. Sie brauchen drei einzelne Fahrkarten. Eine für Düsseldorf-München, eine für München-Zagreb und noch eine für Zagreb-Split. Also Düsseldorf, dann waren wir da schon. Da haben wir da vorgestanden, da hatten wir, glaube ich, sogar was gegessen. So, also das hat sich geklärt. Und drei Fahrkarten, geht doch, also passt doch. Also, ist doch in Ordnung. Das hat allerdings einen kleinen Nachteil. Wenn die Deutsche Bahn zum Beispiel in Zagreb zu spät ankommt und ich meinen Anschlusszug verpasse, muss ich mir eine neue Fahrkarte kaufen. Denn die kroatische Bahn interessiert es überhaupt nicht.
dass die Deutsche Bahn zu spät gekommen ist. Ja, das ist leider das Problem und wir wissen ja alle, bei der Deutschen Bahn ist es dann eine Verspätung, wenn der Zug mindestens 10 Minuten zu spät kommt. Darunter ist es keine Verspätung und deswegen ist das normal. Bei meiner letzten Bahnreise, die ich gemacht habe, habe ich alleine schon 20 Minuten auf den erste Losfahrt gewartet. Und da ist noch ein kleines Problem. Der Zug Zagreb-Split ist reservierungspflichtig. Die Reservierung kann aber nur die kroatische Bahn ausstellen. Vor Ort oder vielleicht auch online, das weiß ich nicht. Das ist natürlich schlecht. Das sollte man mal überlegen, ob die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bahn und der Bahngesellschaft dort gut ist oder nicht. Haben wir nicht alle in Europa, wir sind doch alle Europäer, warum arbeiten wir da nicht zusammen? Ist doch viel einfacher. Ganz schön kompliziert. Vielleicht doch fliegen? Aber nee, will er ja nicht. Die Zugunternehmen können oft nur ihre eigenen Tickets verkaufen. Das heißt, die Deutsche Bahn kann keine italienischen Zugtickets verkaufen und die Italiener können keine kroatischen Bahntickets verkaufen. Das ist ziemlich bekloppt. Da stimme ich ihm zu. Da sollte man auf europäischer Ebene doch mal was machen. Alle sollen auf die Umwelt achten. Die Leute wollen auf die Umwelt achten. Sie können es aber nicht, weil sie einfach nicht die Möglichkeiten dazu bekommen. Das finde ich traurig. Da sollte man wirklich dran arbeiten. Okay, Herr Waldecker bucht jetzt einzeln ein Ticket bei der Deutschen Bahn, eins bei der Österreichischen Bahn und eins bei der Kroatischen Bahn. Jetzt kostet die Reise nur noch 96,48 Euro. Hoffen wir mal, dass alles klappt. Ich drücke ihm die Daumen, dass er das hinkriegt und dass das funktioniert. Was lustig ist, dass die Bahnfahrt jetzt trotzdem immer noch 6 Euro mehr kostet, als das der Flug gekostet hätte. Aber das war ja auch nur ein Angebot. Wenn man die Menschen vom Fliegen abhalten will, dann darf doch eine Zugbuchung nicht so kompliziert sein und 6 Stunden dauern, oder? Sie wollen umweltfreundlich ins europäische Ausland mit der Bahn? Kein Problem. Nehmen Sie sich eine Woche Urlaub, um Ihre Tickets zu buchen. Ja, das ist wirklich realer Irrsinn. Man braucht alleine schon fast einen Arbeitstag, um sich die Zugfahrt zu genehmigen. Da sollte man die Planung des Urlaubs schon wirklich relativ früh anfangen oder nicht zu weit wegfahren. Gut, aber ich fand es trotzdem toll, dass wir dabei gemerkt haben, dass es da wohl durchaus Verbesserungsbedarf gibt. Vielleicht schaut ja jemand von der Bahn zu, der damit zu tun hat und der Bescheid weiß und der das Ganze mal an die entsprechenden Stellen weiterreichen kann, damit man da was ändern kann. So, wir machen jetzt auf jeden Fall aber mal eins. Wir machen nämlich jetzt hier ein Däumchen nach oben. Genau, so muss das Ganze sein. So, und wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, also ich fand sowohl den ersten realen Irrsinn mit dem Fußball als auch den zweiten jetzt mit den Bahntickets richtig toll und hab das gefeiert, sage ich ganz ehrlich. Und fand's schön. Und wenn euch das genauso geht und euch das mit meinen Kommentaren gefallen hat, dann lasst doch hier auf dem Kanal ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Da unten könnt ihr auch noch abonnieren, wenn ihr möchtet. Dann versäumt ihr kein weiteres Video mehr, was auf dem Kanal hochgeladen wird. Da folgen derzeit immer ungefähr 3 Videos in der Woche. Also da kommt einiges an Content für euch drauf. Und wenn ihr möchtet und vielleicht Anregungen habt oder Kritik äußern möchtet oder ein Lob dalassen wollt oder sonst irgendwas habt, was ihr loslassen möchtet, was nicht beleidigend und unter der Gürtellinie ist, dann könnt ihr das unten in die Kommentare tippern. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Das verspreche ich. Kann manchmal ein paar Tage dauern, aber meistens relativ zeitnah. Und ja, ansonsten bleibt mir natürlich noch sagen, das Originalvideo, beziehungsweise die beiden Originalvideos, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da drauf, geht zu den Kollegen von Extra 3, lasst denen auch ein Like und ein Abo da. Die freuen sich genauso darüber und wir dürfen uns weiterhin über schöne Folgen vom realen Irrsinn freuen. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, euch einen schönen dritten Advent. Das ist nämlich am Sonntag aufgenommen, am dritten Advent, ja. Bis nächste Woche, sagt euch tschüss, eure Josie.